Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Tetris 2. Ja, diesmal schauen wir nochmal nach einer neuen Runde. Das heißt, wir machen nochmal auf Low. Ich will alles ein bisschen langsamer angehen. Die Runde, Moment mal, da ist schon was voreingestellt. Ich glaube, wir sind bei Runde 3 rausgeflogen. Das heißt, wir steigen jetzt automatisch bei der dritten ein. Und damit ihr euch nicht ganz so langweilt, können wir Musik Nummer B machen. Das heißt, dass wir auch mal ein bisschen Abwechslung haben. Und dann Push Start und los geht's. So, ich bin gespannt, wie lange ich durchhalte. Die Weißen können wir schon mal hier eliminieren. Trifft sich schon mal ziemlich gut an dieser Stelle. Das Schwarze geht auch noch simpel weg hier. Ja, die ersten paar Brocken sind eigentlich meistens immer ziemlich einfach gemacht. Also, dass man das noch so ziemlich schaffen kann. Und ja, das nächste Schwarze geht hier nochmal weg. Sehr schön. Einmal. Oh, ja Leute, das war's schon. Round clear. Das ging jetzt aber richtig schnell für die erste Runde mal. Gibt schon mal ein paar Punkte, genau. So, dann kommen wir zu Round 4 und los geht's nochmal. So, gleich mal weiß, zum Glück gibt es da oben rechts so ein Schaufenster, dann hat man auch ein bisschen eine Chance, gleich mal im Voraus ahnen zu können, was so auf einen zukommt. Weiß man ja meistens nie. So, und da Hanna können wir einen grauen zum Beispiel so eliminieren. Ja, da muss man immer schauen, wie es am besten funktionieren kann und ja, das hat sich jetzt ganz gut getroffen. Und manchmal, da kann man dann halt nicht unbedingt alle auflösen, da muss man halt eben die entsprechenden Punkte voll auflösen wenigstens. Zum Beispiel das gerade eben, weil es nicht aufgepasst, ich habe mich ein bisschen verblabbert, ein bisschen verschwatzt, genau. Aber ist ja nicht der Weltuntergang, oder? Außer ihr seht das so, naja, war nur ein Witz. So, weiter geht's. Ja, ich denke mal, dieses Level könnte ich eventuell auch noch packen, sobald ich nicht wieder durcheinander komme, wie gerade eben. Ich bin gerade voll durcheinander. So, schwarz. Einmal hier drauf, bitteschön. Und das Weiße löst sich dadurch gleich automatisch mit auf. Schwarz, 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 schwarz. Ja. Und weiß. Ach, schade. Jetzt hätte ich gedacht, das Weiße geht an dieser Stelle auch noch mit drauf. Nee, leider nicht, meine Freunde. Aber beim nächsten Mal vielleicht. So, was haben wir jetzt hier? Zweimal schwarz nochmal. Den können wir hier direkt ansetzen. Genau. Okay, der Weiße passt da leider nicht rein. Schade, schade. Dann müssen wir es auf einen anderen Weg schaffen irgendwie. Mal gucken, so. Ja, okay, hat schon mal gut geklappt bis jetzt. Und den Weißen da rein, so. Dann fallen hier auch mal ein paar Blöcke auseinander. Grau trifft auf Grau, Schwarz auf Schwarz. Ja, passt ganz gut zusammen bis jetzt. Jetzt müsste ich mal schauen, wo die nächsten Kugeln in der Nähe sind, weil... Ja, so. Und, ja, den direkt hier drauf. Jetzt muss ich gerade mir überlegen, scheiße, was mache ich jetzt? Der passt ganz gut drauf, genau. Holy shitty. Den können wir wegmachen, genau. Und weiß. So, und jetzt haben wir da unten den schwarzen frei. Das heißt, den könnten wir jetzt gleich eliminieren vielleicht. So, einen schwarzen daneben gesetzt, den zweiten schwarzen direkt hinterher. Und eins weniger. Ja, so funktioniert das hier. Nach Spielregeln. Und ich frage mich, warum der graue gerade nicht mit weggegangen ist, aber ich habe keine Ahnung warum. Ihr hört es vielleicht, ich habe ein bisschen verkratzte Stimme. Ich habe voll den beschissenen Hals gerade zur Zeit. Ja, deswegen bitte ich um Entschuldigung. So, und weiter geht's. Mann, jetzt muss ich mal wieder an so eine Kugel hinkommen. Weil sonst sieht es irgendwann schlecht aus. Ja, okay, gut. Okay. Ist noch nicht so tragisch. Aber jetzt sollte ich auch bald mal wieder was auflösen können. Was hätten wir denn da? Zweimal grau. Löst sich auf, okay. Schwarz, wo brauchen wir schwarz? Nirgendwo. Das heißt, den verbauen wir einfach mal so rein jetzt hier. Zweimal schwarz nochmal. Ja, der kommt hier direkt mit weggesteckt. Der klappt so, genau. Ja, jetzt bräuchte ich meinen Doppelweißen. Einen zweifachen doppelten Weißen brauche ich jetzt mal. Da kommt einer. Sehr gut. Und wieder eins weg. Wow, unten hat sich auch noch eins schön mit aufgelöst, finde ich lol. Ui, ist das lol. So, und jetzt brauche ich noch ein weißes. Einen weißen Stab, ansonsten sieht es ein bisschen bitter aus. Ich glaube, nein, den kann man nicht loswerden. Nein, den leider nicht, aber der jetzt. Ich glaube, das war's, oder? Yay, meine Freunde, das war's auch wieder für Runde 4, genau. Und dann können wir gleich übergehen zu Runde 5. So, und diesmal gucke ich, dass ich gleich einen guten Start ablege. Also, gleich mal schwarz. Das nächste Teilchen, gleich mal gucken, wo es gut drauf passt. Ich habe schon entdeckt, hier.
So, nochmal zweimal weiß. Das heißt, hier. Nochmal zweimal weiß. Das heißt, Pech gehabt. Weil für den finde ich jetzt keine Verwendung. Und schlecht eingebaut auch noch. So eine miese Scheiße aber auch. Grau, 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 grau. Ah, shit, ey. Shit. Ach, Mann. Nein, das kann es nicht sein, verdammt. Ach, komm. Okay, gut, der Weiße geht zumindest weg. Hat zwar nicht viel gebracht, aber immerhin. Da haben wir das mal eine Lücke freigeschafft. Da können wir jetzt eventuell was reinbauen. Ja, genau, den Grauen können wir hier losmachen. Und dann können wir... Moment mal, den verbauen wir... Ja, schade. Ich weiß schon, wo ich den verbaue, genau hier drauf. Das war der Breakdown, würde ich sagen. Und Schwarz trifft nochmal mit ein. Yay, und da löst sich ein bisschen was auf, aber nicht so viel, wie ich erwartet habe. So, der nächste Grau ist auch schon völlig, nämlich hier bei der grauen Kugel und wieder einer weniger. Der hier ist auch völlig, genau so funktioniert das hier und nicht anders. Schlecht. Einfach nur schlecht. Oh, Mega-Auflöser. Der da auch. Und jetzt bräuchte ich langsam mal wieder Grau. Na, Weiß kommt auch mal wieder. Okay, okay, okay. Und jetzt Doppelgrau. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, aber hat leider kaum was gebracht an dieser Stelle. Leider. Zweimal Grau und einmal Weiß. Okay, hat sich mit der Seite aufgelöst. Nicht schlecht. Den packen wir mal hier mit drauf, einfach so. Aus dem Grund, weil ich habe den nächsten schon vorgeplant, genau. Dann so. Wieder einer weg. Schlecht, 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 schlecht. Hier drauf. Joa, da hat sich ganz schön viel gemacht gerade. Und nächste hier. Und der nächste Schwarz ist auch schon sicher, wo der drauf kommt, nämlich hier. Und da löst sich auch wieder ein bisschen was auf, wie erwünscht. Einmal Weiß bitte. Vielen herzlichen Dank. Dann bräuchte ich einmal Grau. Und nicht nochmal Grau, sondern eigentlich Weiß. Aber so lange können wir andere Sachen eliminieren einfach. So, dann kommt jetzt der Weiße. Der ist hier schon fest gepflanzt sozusagen. Dann machen wir hier ein bisschen was frei. Und ja, jetzt muss ich nur noch zu der grauen Kugel irgendwie da hinkommen. Ich habe noch keine Ahnung wie. Also wirklich null shitty Ahnung, ey. Jetzt bin ich baff. Warte mal, ich kann von da unten jetzt hinkommen, von der Seite. Ist ein bisschen besser vielleicht. Den Rest muss ich jetzt irgendwie loswerden, einfach irgendwie so lange. Der passt hier gut rein, genau. Der da auch. Und der da auch, okay. Das sind alles meine Lieblinge, nein. So, der da, na, ist jetzt schon zu eng. Der Spalt ist zu eng, das heißt hier. So, und yay, ohne Witz, das wär's auch für Runde Nummer 5, meine lieben Freunde. Und wir kommen zu Runde Nummer 6. Ich bin heute richtig gut drauf irgendwie, trotz meines beschissenen Halses, aber naja, ist nicht der Weltuntergang, wie gesagt, aber es fühlt sich ein bisschen scheiße an, wenn man nicht gescheit reden kann im Let's Play, aber naja, es ist noch möglich. So, mal schauen, wie lange ich jetzt hier durchhalte, da den Grauen gleich mal wegmachen, sehr schön, den Schwarzen. Da kommen wir nicht hin. Das heißt, wow, da wäre gut. Obwohl, ja, so geht es natürlich auch. Sehr schön. Zweimal Weißen. Den Weißen haben wir gar nicht mehr. Aber so können wir es machen. Dann können gleich zwei Kugeln diesmal auf einmal weggehen. Das war ein seltener Fall. Sowas habe ich auch noch nicht häufig erlebt oder beziehungsweise häufig gehabt. Oh, einmal weg. Dann Weiß. So, gut gemacht. Und Schwarz, ja, packen wir mal damit drauf, der hat gerade keine Verwendung gefunden, ne? So, dann haben wir nochmal Schwarz und Weiß gehen weg. Doppelschwarz. Gut Platz, gut. Ja, gut. Sehr gut sogar. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Wie man auch sagt in der Schule, 4 ist ausreichend, ausreichend ist gut und gut ist eine 2. Ha, dieser Spruch ist so genial einfach nur. Den machen wir da drauf, genau. Haben wir wieder eins weniger. Aber jetzt genau so. Da ist die schwarze Kugel frei geworden für dieses schöne Teilchen da. Sehnsüchtig drauf gewartet anscheinend schon. Grau, weg mit dir. Und Schwarz schließlich auch noch. Bam, das war's. So,
So, an dieser Stunde, nicht an dieser Stunde, sondern an dieser Stelle beende ich das Let's Play. Nächstes Mal merke ich mir, machen wir in Runde 7 weiter. Macht's gut, meine Freunde, und